Das Comic Festival München ist am Donnerstag losgegangen. Wir haben am Mittwoch eine wunderbare feierliche Vernissage gehabt mit spanischer Musik und mit viel Unterstützung vom spanischen Generalkonsulat und auch vom Instituto Cervantes. Hier im Hause kann ich Ihnen auch noch empfehlen, wenn Sie da herausgehen, gehen Sie nicht den Fahrstuhl, sondern gehen Sie durchs Treppenhaus. Dort gibt es eine wunderbare Ausstellung von Dani Montero, einem spanischen Nachwuchszeichner. Und wir sind sehr, sehr stolz, dass wir den hier eine Woche auf dem Festival zu Gast hatten und auch sehr, sehr stolz, dass das durch das Festival ermöglicht wurde, dass sein Comicband Kein Blick zurück auch hier in Deutschland erschien. Das ist die erste Auslandsveröffentlichung von Dani Montero und ich bin ganz, ganz sicher, das ist ein Comiczeichner, von dem man noch sehr, sehr viel hören wird. Im Erdgeschoss des Künstlerhauses werden Sie ganz viel Gas geben, aber ich glaube, eigentlich ist die Sache jetzt gelaufen. Können Sie das wahrscheinlich nicht mehr angucken, aber auf alle Fälle waren wir sehr, sehr stolz, dort Originalzeichnungen der spanischen Comic-Großmeister Michelangelo Prado und Joan Guarido zu präsentieren. Beide waren hier auch zu Gast im Instituto Cervantes die letzten Tage. Und wir haben außerdem dort auch eine Ausstellung zum Thema Betrafen. Betrafen ist der Autor der erfolgreichen Bücher Das Totenschiff und Der Schatz der Sierra Madre. Beide wurden auch verfilmt. Das Totenschiff mit Horst Buchholz und Mario Adorf und Schatz der Sierra Madre mit Humphrey Bogart von John Huston. Betrafen hat hier in München auch gewirkt, im Widerstand in der Räterepublik. Über seine Herkunft ist nichts bekannt. Er hat hier unter dem Decknamen Red Marut oder dem Pseudonym Red Marut gewirkt, ist dann schließlich nach Mexiko geflüchtet und hat dort seine letzten Lebensjahre verlebt und hat dort weiterhin als Schriftsteller gearbeitet und weiterhin erfolgreich Bücher veröffentlicht. Hat aber trotzdem ein großes Geheimnis gemacht um seine Identität, war klammheimlich am Set von Schatz der Sierra Madre zugange, hat behauptet, er wäre sein eigener Agent und hat ein sehr, sehr spannendes, interessantes, mysteriöses Leben geführt. Und da in Frankreich vor dem Comiczeichner Golo eine Comicbiografie erschienen ist, die jetzt zum Comicfestival auch beim Avant Verlag herausgekommen ist, kam für uns die Idee auf, dass wir eine Ausstellung machen zu dem Thema. Wir haben zum einen sehr, sehr schöne Comic-Originale von dem Golo ausgestellt, von dem Comic-Zeichner. Und da hatten wir sowohl, Sie haben das hier teilweise gesehen, sowohl die Originalzeichnung, das waren große schwarz-weiße Seiten, und wir hatten andererseits dann auch die kleineren Seiten, das waren dann Kopien, die hingen dann verkleinert daneben, wo er dann Vorgaben gemacht hat, wie die Farbgebung dann zu erfolgen hat. Und da sehen Sie es rechts. Rechts sind jeweils die Farbvorgaben und links sind dann die Originalseiten. Da konnten wir uns sehr, sehr freundlicherweise, toll unterstützt durch ihn, konnten wir uns da ziemlich frei bedienen aus den ganzen Seiten, die in seinem Werk und Bandseite tatsächlich mal in Originalgröße koloriert wurde. Das ist dann eher eine Seltenheit. Und da haben wir eine Ausstellung gemacht, die sowohl aus diesen Originalseiten bestand, als auch aus Dokumenten, Büchern, Informationen über das Leben von Betrafen. Mein guter Freund Wolf-Dietrich Schramm, der wird hier gleich kommen, der hat die Ausstellung kuratiert, der ist mit dem biografischen Teil auch schon in einigen Städten mit Ausstellern getourt. Aber wir haben jetzt hier tatsächlich die Möglichkeit, das mal zu kombinieren. Und ein weiterer Aufhänger war auch, dass Betrafen auch immer wieder im Comic-Bereich adaptiert wurde. So gibt es zum Beispiel auch in lustigen Taschenbüchern. Von Disneys lustigen Taschenbüchern gibt es auch Versionen, wo Schatz der Sierra Madre nacherzählt wird. Ja, und ich glaube, unsere Gäste kommen jetzt langsam hier. Begrüßen Sie mit uns Wolf-Dietrich Schramm, den Berater der Ausstellung, den Comiczeichner Golo, dessen Arbeit Sie gesehen haben. Bernd Michael Rade mit Hut und seine Gemahlin, die sich gleich zu uns hier auf die Bühne gesenkt werden. Ja, Jason, herzlich willkommen hier. Ich habe hier einfach mal die Ausstellung abgefilmt. Das war die Idee. Und
Dankeschön. Buenas tardes, señoras, señores, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Sie hier im Namen unseres Direktors Wong Kung-Yao bei dieser Veranstaltung, der letzten Veranstaltung des Comic Festivals hier in unserem Haus überhaupt begrüßen zu dürfen. Ich begrüße auch gleichzeitig unsere Gäste, von mir vor, Bruno, Herzi, Kuku, der Chino, aber die müssen kommen, wie Sie. Herr Schramm, den Ausstellungskurator, und natürlich Herrn Bernd Michael Lade, der nachher bei der Lesung und bei der Charla auch hier mitwirken wird. Vielleicht wissen Sie, dass das Instituto Cervantes im Unterschied zu anderen Kulturinstituten oder nationalen Kulturinstituten nicht nur spanische Inhalte vermitteln möchte, sondern spanischsprachige Inhalte. Deswegen passt dieses Thema mit Bruno Graben natürlich sehr, sehr gut auch hierher. Und es ist ganz wichtig, dass Herr Lünstedt, der Kompakt, uns gefragt hat, dies dann auch zu tun. Und ich bedanke mich dann auch bei ihm, dass Sie uns so nette Gäste und so gute Inhalte hier für die ganzen Tage hergebracht haben. Ich freue mich wirklich jetzt auf diese Veranstaltung. Meine Maas, für die Begrüßung. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und dass Sie das gute Wetter rausgeschlagen haben. Aber hier werden Sie mit tollen Inhalten begrüßt. Und wir werden es. Ja, vielen Dank, Herr als Veranstalter des Comic Festivals kann ich immer nur wiederholen. Wir sind so dankbar, dass wir hier sein dürfen. Die Zusammenarbeit mit dem Instituto Cervantes ist sagenhaft. Wir sind sehr, sehr froh. Das ist jetzt ja auch eine der letzten Veranstaltungen des Comic Festivals München. Wenn Sie möchten, können Sie danach mit sich noch ins Jüdische Museum begeben. Dort gibt es noch einen Vortrag von Ralf Parland zum Thema jüdische Superhelden. Auch sehr, sehr interessant. Ich habe noch eine kleine Ausstellung über die jüdischen Wurzeln der Superhelden. Ja, Jason Schramm, Wolf-Dietrich Schramm, mein guter Freund Jason, hat die Ausstellung kuratiert und hat auch einen kleinen Ablauf für das Programm hier zusammengestellt. Das wird eine Mischung sein aus Interviews, aus Lesungen, Gott sei Dank durch werbliche Erlade dann gemacht werden muss. Dann fangen wir einfach mal an. Ja, erstmal vielen Dank für die Begrüßung und Entschuldigung, dass wir alle so ein bisschen spät da dran sind, aber es war alles wunderschön und ruhig und zuletzt brach das Chaos aus. Ja, wir freuen uns, dass wir hier sind und dass wir Ihnen so ein bisschen auch was über den vergessenen Schriftsteller Traben erzählen können. Als besonders große Freude ist, dass wir den Zeichner auch mit dabei haben. Und ich glaube, es ist eine wunderschöne Ausstellung gewesen, meine Literaturausstellung mit den ganz großartigen Zeichnungen von Solo zu mischen. Und ich habe auch verhältnismäßig viel Zuspruch und Schulterklopfen bekommen. Also ich freue mich riesig, für mich war es ein großer Erfolg. Tja, schönen Dank, dass du das möglich gemacht hast. Betrafen hat ja auch einen ganz schönen Spanienbezug, Münchenbezug, Spanienbezug, der passt hier eigentlich in dieses Haus wie die Faust aufs Auge ins Instituto Cervantes in München. Der hat hier ja in der Weltrepublik gewirkt, damals noch unter seinem Namen Pep Marhut. Und außerdem beginnt zum Beispiel sein Roman Das Totenschiff in Spanien. Ist das richtig? Nahezu, bitte. Aber startet schon irgendwie in Amsterdam, aber nach so ein paar Stationen landet er dann in Spanien. Ja, genau. Und was ist das Besondere
Petra. Das ist ja irgendwie jemand, der hat auf der einen Seite wirklich Abenteuergeschichten geschrieben, die so richtig spannend sind, aber die man einfach wirklich wegliest, wie ein Jugendroman. Aber es gibt auch noch so eine andere Komponente immer in seinen Büchern. Ja, das ist auch der politische Ansatz. Also in den Anfängen war das der Anarchist Hafen, der schon im Krieg gegen den Krieg gewettert hat, was damals nicht ganz ungefährlich war. Und noch als Ed Marwood und als Betrafen hat er sich den Indios angenommen und hat die Ausbeutung der Indios sehr stark angegriffen. Und das ist anders als zum Beispiel bei Karl May, der seine Figuren erfunden hat. War ein Herr Trafen regelmäßig auf Expedition im Dschungel mit Mummi und Schallplattenspieler, beziehungsweise so ein uraltes Aufnahmegerät. Und da hat er dann die Sprachen der indigenen Leute aufgenommen und hat dann dort auch seine weiteren Geschichten für die Bücher von ihm gesucht. Ja, dann vielleicht mal eine Frage, Herr Bös, an den. An den Golo. Wie hat er den, der ja auch den Comic gemacht hat, der jetzt kurz vor Verlag erschienen ist, Monsieur Golo, wie sind Sie zum ersten Mal auf Betrafen gestoßen? Und was ist für Sie die Faszination bei diesem Autor? Incontrato por primera vez a Betrafen. Era un regalo de un amigo. Also ich habe in der Betrafen das erste Mal gestoßen, weil es ein Geschenk bekommen habe von einem Freund. El libro de la Totenschiff. Nämlich das Buch das Totenschiff. In mi infancia me gustaba mucho leer libros de marinos, pero cuando he leído este libro había la misma Passion, pero había algo más, algo político, una denuncia de la explotación de la gente en el trabajo. Also als Kind habe ich sehr gerne diese Romane gelesen, die mit dem Meer zu tun hatten, mit den See, mit den Seeleuten. Aber mit diesem Buch hier fand ich, dass es weit darüber hinausgeht, über diese Abenteuerromane, sondern es gibt natürlich einen politischen, einen sozialen Inhalt, es geht um die Ausbeutung mit angeklagt. Das war für mich dann entscheidend. Y después he querido leer otros libros de este hombre y he descubierto todos los libros sobre los indios en México en los años 20 y 30. Dann wollte ich natürlich mehr von diesem Autor lesen und habe auch alles soweit gelesen und mich natürlich dann in diesem Zusammenhang, auf das Thema der indigenen Bevölkerung in Mexiko gestoßen. Also, ja. Y era el mismo discurso de denunciación. Antes eran los que trabajaban sin papeles en esos barcos de muertos y ahora son los indios que trabajan en la selva para cortar la leña. Und da fand ich natürlich dieselbe Anklage wieder, das war zuerst, was Peter im Totenschiff geklagt hatte, galt hier dann für die indigene Bevölkerung, die in den im Dschungel als Holzarbeiter dann sich ausbeuten lassen mussten. Y después descubrí a Marut, tenía un amigo que hacía traducciones del alemán al francés y entonces me hizo descubrir a Marut. Und danach stieß ich auf die Figur von Marut. Ich hatte einen Freund, der Übersetzungen machte aus dem Deutschen ins Französische und er zeigte mir diese Persönlichkeit. Así descubrí la trayectoria de este hombre, su vida en Alemania, la revolución en Múnich. Y después su descubierta de la vida de los indios en México. Und so habe ich das Bild seines Lebens nach und nach zusammensetzen können mit seinem Leben hier in Deutschland, die Teilnahme an der Revolution in München, politische Aktivität, das politische Schreiben mit dem Totenschiff und dann seine Anklage über die
quasi Versklavung in Mexiko. Y descubrí también que decía él, escribía en los años 20 y 30, pero decía en sus libros cosas importantísimas sobre nuestra época, la condición de los hombres ahora. Also Beethoven schrieb in den 20er und 30er Jahren, aber ich habe gefunden, dass er in seinen Büchern über Dinge spricht und Dinge denunziert, die uns heute angehen. Oder denuncia de la explotación de la gente, de los sin papeles, de todas esas cosas que están vivas ahora. Also das geht dann über die Anklage und die zur Ausbeutung der Leute, die heute ohne Papiere, die illegal irgendwo arbeiten müssen. Entonces las dos cosas más importantes para yo cuando he leído otra vez es su manera de contar historias. Tiene una manera como la gente que cuenta historias de viva voz acá, al lado de un fuego con la gente como antes. Und was mich mit fasziniert hat in der Art und Weise seines Schreibens, war, dass er tatsächlich Sprache aufnimmt mit Raben und so erzählt, wie er es auch gefunden hat. Also es ist lebendige Stimme, wiederholt. Und seine strenge und harte berechtigte Kritik an der Gesellschaft. Ja, in Frankreich ist Beethoven ja nicht so populär. Da wollte ich fragen, ob Ihr Comic vielleicht dazu beigetragen hat, dass er etwas populärer wird. Sí, no es muy conocido. Fue traducido muy pronto en 32, yo creo. Er ist nicht sehr gut bekannt in Frankreich. Er wurde, glaube ich, 32 das erste Mal übersetzt. No era una traducción, era Totenschild. Es war Totenschild. No era una traducción muy literal. Había muchas cosas que no han traducido en la historia. Also es war anscheinend eine Übersetzung, in der man sich einige Freiheiten erlaubte. Y pasó mucho tiempo. Ahora se puede encontrar algunos libros en el Tesoro de la Sierra Madre, sí, porque es muy famoso por la película de Domingo. Yo pienso que es lo mismo en todos los países. Man kann heute, also er wurde dann lange sozusagen vergessen in Frankreich, und man kann heutzutage in Frankreich einige Bücher finden, wie zum Beispiel der Schatz der Sierra Madre, aber das ist bestimmt auch, hat seinen Grund darin, dass Hollywood sich dem Thema angenommen hat. Aber ich denke, es gibt viele Lektoren in Frankreich, weil die Titel desaparecen del mercado y hay que esperar muchos años antes de tener el nuevo. Also ich glaube, dass er sagt, ich glaube, dass es einige und bestimmt eine ganze Menge von Lesern gibt. Es ist halt so, dass die Titel von den Verlagen, also dass die Titel irgendwann vergessen werden von den Verlagen, und man muss dann auf die nächste Ausgabe wieder warten. Si no existen en el mercado, están siempre vivos. Also, und obwohl dann diese Literatur nicht unbedingt auf dem Markt ist, ist sie dennoch lebendig. No entiendo bien la política de las editoriales contrarias. Y pienso que en Alemania también no es tan famoso como yo lo creía. Also ich verstehe nicht sehr gut, sagt er, die, in dieser Hinsicht die Politik der Verlage. Und ich nehme an, meint er, dass es in Deutschland ähnlich aussieht. Und die Frage würde ich dann gleich weitergeben. Ja, da möchte ich gleich anschließen. Auch hier ist Traben zurzeit ein vergessener Schriftsteller. Traben hat eine Weltauflage von 35 Millionen und zählt somit zu den Top 5, wie man so schön in Neudeutsch sagt. Bei den deutschen Schriftstellern kommt dann irgendwann gleich nach Goethe, Günter Grass und Thomas Mann. Das glaubt man heute gar nicht mehr. Und mittlerweile gibt es, glaube ich, noch zwei Bücher auf dem Markt, nämlich Totenschiff und Schatz der Sierra Madre.
und er wird nicht, im Moment nicht mehr aufgelegt. Ich weiß gar nicht warum, es wurde gerade eben angesprochen. Er ist so aktueller geht es gar nicht. Das Thema an seinem Totenschiff, wenn ich das mal kurz sagen darf, da werden wir gleich mal einen kleinen Auszug hören, ist keine Arbeit ohne Papiere, keine Papiere ohne Arbeit. Und in seinen weiteren Büchern beschäftigt er sich mit der Problematik der Indigenen, die Leute in Mexiko. Und noch heute sind Aufstände in den Chiapas. Das ist die Region, die trafen Ende 1920, Anfang 1930 mit einem Mulli und einem Begleiter. Man beachte die Reihenfolge. Mulli war wichtiger. Und da Expeditionen gemacht hat.